It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one. Martin Fiedbrey als Züchter, Jeremy Leskovic als Aussteller. Prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light. Tja, A New Star 1, seinerseits ja ein Sohn des Gorgeous, dann Charme auf Nibelungenheld Merlin, also bei Gorgeous sind wir dann beim Vater unserer Nummer 1 zum Vergleich. Und die Staatsprämienstute Caprice, also die Mutter zu diesem Hengst, ist ja mit Cocktailzauber ihrem Sohn diejenige, die den Siegerhengst vor 2 Jahren in Hannover stellte. Dann mit Devil Dancer und der Staatsprämienstute Delilah selbst dann noch ganz erfolgreiche Nachkommen selbst zeugen konnte. Auf Großmutterseite die Staatsprämienstute Nane mit den gekürten Hengsten Cappuccino, Catbox Prima Ballerina bis zur Dressur der Klasse M erfolgreich. Das ist sozusagen die Mutterlinie, die dann abgerundet wird über die Verbandsprämienstute Anja als Urgroßmutter, die dann mit Night Dream den Springbundeschampion stellte und bis zur Dressur der Klasse M erfolgreich war. Und das war die Präsentation zu unserer Nummer 2. So, Number 2. Son of a New Star by Cocky Man, Night Star 1, Amour. Hey, Will Dawn. Die Mutter der Nummer 2, die Staatsprämienstute Caprice, hat mit Cocktail Zauber den hannoverschen Siegerhengst vor 2 Jahren gestellt von Top Carlos Cassini mit Devil Dancer und der Staatsprämienstute Delilah, die dann Endring 6. der westfälischen Elite-Show 2011 wurde, hat sie sich auch hier prominent in Szene setzen können über die gekürten Hengste Cappuccino der Großmutter, also die Staatsprämienstute Nane. Und Pico vom Principal Boy, sowohl in Dressur als auch in Springen, ganz herausragende Nachkommen gestellt. Martin Fiedbrey als Züchter, Jeremy Leskovic als Aussteller. Magic! We'll be right back.
Das ist auch so ein typischer Newster, ne? Im Stall, ruhig, abgeklärt, sachlich. Ja, ein bisschen langweilig wirkend sogar, das muss man einfach so sagen. Aber wenn dann Show ist, dann geht's ab. Und wenn dann geritten ist, dann will er arbeiten. Also das ist schon wirklich, das sind die Top-Attribute, die sie kennen, bekommen. Und das wird auch A Kind of Magic seinen Kindern weitergeben. Also wir nach wie vor zu 100% überzeugt, bekommen selbst auch drei Nachkommen, die jetzt in den nächsten Tagen geboren werden. Die Mutter von Golden Grey ist auch von Kind of Magic tragend und da freuen wir uns natürlich auch drauf. Ja, Mareike Mimmech hat ihren Ausbildungsstall in Bockholzhausen. Wie gesagt, ist heute hier gerne gekommen und um ihren Freund Kind of Magic zu präsentieren. Ihnen und vielen hier in der Region natürlich bekannt. Wir sind auch froh, dass ihr uns unterstützt. Helfende Hand können wir immer gebrauchen. Das, meine Damen und Herren, A Kind of Magic. Ruhig mal klatschen. Jawohl. Nochmal wechseln. Jawohl, jetzt hat sie ihn. So sieht's aus, meine Damen und Herren. A Kind of Magic, Mareike Mimmech, hier für Paderborn, für Sie heute. Wo seid ihr denn? Locke, den Rausschmeißer jetzt. Hier an, dem ich jetzt eigentlich seit der Körung 2015 immer mal so ein bisschen gemeinsam gucken, wie das alles so weitergeht mit A Kind of Magic. Und Sie haben recht behalten. Herzlichen Glückwunsch, Herr Fibrehe. Wir sind hoch beeindruckt hier von diesem Ring, erster Jahrgang A Kind of Magic. Entsprechend aber nicht nur die Gratulation an Sie, sondern natürlich auch an die Züchter dieser Fohlen und an die Hengstation. Das glaube ich hier unter diesem Aspekt, was wir als junges Fohlen hier beurteilen können in einem ersten Jahrgang von wirklich hoher Qualität. Das haben wir so, muss ich sagen, auch dieses Jahr anderweitig noch nicht gesehen. Sie werden das gleich noch sehen
an der Anzahl Goldprämien, die wir hier auf dem Ring gleich noch mit verteilen werden. Wir stellen vier Fohlen heraus, obwohl wir eigentlich nur sechs hier hatten, aber das ist absolut gerechtfertigt. Und gar nicht so einfach zu sagen, wer am heutigen Tag eben jetzt nicht herausgestellt wird, weil, um das mit einmal generell vorweg zu sagen, dass wir schon den Eindruck haben, dass wir sämtliche Fohlen auf diesem Ring sehr ausdrucksstark sind, mit guter Ausstrahlung, mit guten Gesichtern gemacht. Wir haben viel Gangkorrektheit gesehen. Auch das müssen wir als Kommission auch mal vielleicht Ihnen als Züchtern oder Beobachtern auch mit auf den Weg geben. Die Gangkorrektheit der Fohlen ist hier auch wirklich hoch einzuschätzen und dazu dann eben ein sehr taktsicherer Trabablauf mit guter Lockerheit und eben auch der großen Ergiebigkeit. Aber das muss ich Ihnen nicht erzählen, das haben Sie ja alle selber gesehen. Auch der Schritt hier gerade gefällt uns gut. Damit kommen wir jetzt zum einzigen Urteil.
vielleicht zu den weiteren Fohlen auf diesem Ring noch etwas entwickeln. Das ist einfach dem jungen Alter halt geschuldigt. Das Fohlen mit viel Mechanik im Trabablauf ausgestattet, hat das Ganze vielleicht jetzt noch nicht so absolut bergauf umsetzen können, aber das wird noch kommen. Hervorzuheben kann man auch heute schon den Schritt, den wir hier gesehen haben, der war absolut durch den Körper schreitend hier sehr groß und fleißig angelegt. Also, Dankeschön fürs Zeigen und wir möchten jetzt noch die Katalog Nummer 8 zu uns nach vorne bitten. Ihr könnt schon mal landen. Die Katalog Nummer 8, der Kind of Magic, mal Ephestone Rory. Tobias Strate aus Bielefeld ist Züchter des Hengstfohlens, das ebenfalls im Körper sehr harmonisch gemacht ist, mit einer guten Gelenksausprägung ausgestattet ist, schöne Vorhandmechanik und auch insgesamt im Trabablauf eben sehr harmonisch daherkommt. Vielleicht nicht mit der letzten übertriebenen Aktivität im Hinterbein, aber eben mit guter Tragkraft ausgestattet, die dann den Fohlen auch ermöglicht, diese Großzügigkeit im Vorderbein hier umzusetzen. Also, Dankeschön fürs Zeigen, das war die Katalog Nummer 8. Und jetzt kommen wir zu den vier herausgestellten Fohlen. Zunächst bitte an vierter Stelle platziert die Katalog Nummer 6. Detlef Hahnemann aus Riedberg ist Züchter dieses Stutfohlens, A Kind of Magic, mal Don Pedro, das ist die Abstammung. Stutfohlen vom 6. April. Und das ist jetzt das erste Fohlen, das die Goldprämie des Westfälischen Pferdestammbuchs erhält. So, wir haben bei diesem sehr typstarken Fohlen, das ja mit tollem Gesicht und tollem Auge aufgemacht ist, ganz großen Bewegungsablauf im Trab hier gesehen. Tolles Abfußen, federnd, ganz viel Bergauftendenz und eben auch Übersetzung. Wir meinen, dass auch der Schritt groß angelegt ist. Das Fohlen hat sich jetzt nicht ganz so schön hier losgelassen, deswegen letzten Endes vielleicht auf diesem Ring an vierter Stelle rangiert. Aber die Möglichkeiten, die dieses Fohlen hat, die sind, glaube ich, unübersehbar gewesen. Das Fohlen ansonsten mit dieser tollen Typausprägung im weiteren Körper sicherlich auch ähnlich zur Mutter gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Goldfohlen, Platz 4 auf diesem Ring. Platz 3 für die Katalog Nummer 7. Jill Melesco-Fekens aus Paderborn. The Kind of Magic, mal Clooney AT. Das ist die Abstammung des Stutfohlens, 24. April geboren. Dieses Fohlen auch wieder mit einem sehr soliden Körper gemacht, nicht so langbeinig ausgestattet wie die anderen Fohlen hier auf dem Ring, aber das auch etwas sicherlich von der Mutter hier geprägt. Auch dieses Fohlen im Trabablauf aber mit viel Lockerheit und Mechanik ausgestattet, einen ganz tollen, hervorzuhebenden Schritt, der auch letzten Endes rechtfertigt, dass dieses Fohlen hier an dritter Stelle rangiert wird. Das war vom Fleck, diese ganzen zwei, drei Runden, die wir gesehen haben, eine tolle Schrittpräsentation und somit ebenfalls als Goldfohlen herausgestellt. Herzlichen Glückwunsch, dritter Platz. Platz 2 geht an die Katalog Nummer 9. Noch einmal Jill Melesco-Fekens hier als Züchterin. A Kind of Magic, mal Charme auf Nibelungen. Das ist die Abstammung dieses Stutfohlens. 22. Mai geboren. Logischerweise ebenfalls Goldfohlen. Absolut typstark, ausdrucksstark, toller Geschlechtsausdruck. Eben ein Fohlen mit einem guten Körper, mit guten Partien, mit guten Gelenken ausgestattet, ganz großer Mechanik, einem tollen Antritt aus dem Hinterbein, notwendige Schulterfreiheit gegeben, viel Taktvermögen, toller Schritt, den wir hier auch gesehen haben, also ein enger Kampf hier um die Spitze auf diesem Ring, dieses Fohlen heute Platz 2. Thank you.
So, unser Sieger vorhin. Ich glaube, wir können es schon mal so langsam nach vorne holen. Katalog Nummer 5. Tolle Eröffnung des Ringes. Kind of Magic mal Cappuccino. Elke Kühn aus Riedberg ist die Züchterin dieses Stutfohlens. Das deutlich älteste Fohlen auf diesem Ring. In absolut toller Schaukondition hier herausgebracht. Auch dafür einmal mehr, Frau Kühn, ein herzliches Dankeschön, dass wir so gut rausgebrachte Fohlen immer wieder von Ihnen auf den Schauen sehen. Dieses Fohlen aus Mitte Februar absolut komplett, was Typausprägung, Körperqualität und eben auch den großzügigen Bewegungsablauf anbetrifft. Kam so eine Idee aufgeregt im Schritt hier zunächst in die Bahn. Später aber haben wir auch hier einen schönen groß angelegten Schritt gesehen. Mit viel Fleiß, ein sehr energisches Fohlen, den wir dann eben auch aufgrund dieser überragenden Trabmechanik die Spitzenposition gelassen haben. Platz 1 und ebenfalls Goldfohlen. Herzlichen Glückwunsch. Thank you.
Ja, danke schön, Sophia Gerlach. Sie mir, ist dann richtig los, mit dem doch schon etwas gehobenen Sport.